Touri 2 TV. Medien und Marken live. Dieter Gorny, wie hören Sie eigentlich Musik am liebsten? Über Streaming oder dann doch ganz klassisch über CD oder sogar Schallplatte? Weil ich sehr viel unterwegs bin, hauptsächlich mobil. Und da sowohl offline als auch online. Das heißt, klar über Streaming, klar auch runtergeladen, klar aber auch noch, was ja fast schon unmodern ist, über die eigene Mediathek. Weniger über alte Tonträger, das hat aber eine individuelle Entscheidung oder einen individuellen Zwang zugrunde, dass ich eben so oft in Zügen sitze, in anderen Abteilen und Zimmern, dass ich diese Chancen, die mir die Mobilität bietet, eben primär auch zum Musikkonsum nutze. Ich höre mehr Musik als früher. Also Ihr Musiknutzungsverhalten hat sich verändert, Ihr Mediennutzungsverhalten hat sich verändert. Ist denn die Digitalisierung in der Musikbranche inzwischen abgeschlossen? Nein, sie ist angekommen. Wir hatten ja die disruptive Keule als erste der Branchen zu spüren bekommen. Wir haben gelernt, dass es nicht ausreicht, über das Durchsetzen von Gesetzen zu sprechen, sondern dass man auch Angebote schaffen muss. Das wurde auch politisch immer gefordert. Die haben wir. Wir haben eine Vielzahl von Streamingdiensten. Wir haben auch, das darf man nicht vergessen, wieder eine Zunahme tradierter Angebote, Vinyl und Ähnliches mehr. Und sind im Moment in einer Situation, dass Musik hoch nachgefragt ist und dass wir sie in verschiedenen Transportzuständen anbieten können, aber auch müssen. Das hat wieder für Wachstum gesorgt und das sorgt dafür, dass auch der Musikmarkt wieder nach oben geht. Allerdings kommt er von relativ weit unten. Wir haben selber niemals das, was die Künstler und Künstlerinnen tun, umsonst angeboten. Wir haben immer gesagt, wenn sich das Leute nehmen, dann ist das nicht legal. Wir haben immer gesagt, das hat einen Wert. Also das ist ja auch ein fundamentaler Unterschied zur Verlagsbranche, zu Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen, die eine ganze Menge umsonst anbieten. Ist das ein großer Kardinalfehler der Geschichte? Ich glaube, dass der Fehler darin liegt, dass man zu Anfang das Internet als ein rein begleitendes Medium gesehen hat, als ein rein Kommunikationsverstärker für das Kernprodukt, das ja meist mit einem anderen Medium verkoppelt ist, bedrucktem Papier in dem Fall, oder bei uns war es dann Kunststoff, also die CD oder Vinyl. Und das war die eigentliche Gefahr. Man hat zu spät auch im Printbereich erkannt, dass das ein eigener Distributionskanal für Informationen ist. Bei uns war das leichter, weil wir von vornherein gesagt haben, wenn sich das einfach jemand nimmt, ohne zu bezahlen, dann ist das nicht okay. Und wenn das ganz viele tun, dann ist es deshalb nicht okay, weil es dann am Ende keine Musik mehr gibt. Da hat man von vornherein diesen Fehler nicht gemacht, obwohl, und das will ich gar nicht verhehlen, auch zu Napsters Zeiten und ähnlichem mehr die Bedeutung dessen, was da kommt, was wir jetzt so selbstverständlich nutzen, über Breitband, überall, wo ich will, Musik zu haben, Streamingdienste, also diese Entwicklung nicht gesehen hat. Wie kommen denn die Presseverlage wieder aus dieser Situation raus? Ist jetzt das Kind schon in den Brunnen gefallen oder kann es noch rausgeholt werden? Es ist sicherlich im Brunnen, aber es zappelt und schwimmt ja noch. Das werden wir alle versuchen. Ich denke, wenn die Erkenntnis kommt, dass mit dem herkömmlichen, das war ja bei uns auch so, journalistischen Modell, auch erstmal Abstriche einhergehen, ehe man wieder Wachstum generieren kann. Es ist ja so, wenn Industrien sehr erfolgreich agieren, dass es erst runtergehen muss, ehe man das Gefühl hat, jetzt müssen wir wirklich was ändern. Man merkt so langsam, die Gesellschaft fängt an zu sagen, es reicht nicht aus, in Sonntagsreden den Qualitätsjournalismus zu beschwören, um auf der anderen Seite nicht gemeinsam mit der Technologie darüber nachzudenken, wie sich so eine Ökonomie weiterentwickeln kann. Da sind wir am Anfang, aber es ist längst nicht mehr so apokalyptisch, das war's nun. Wie bewerten Sie denn den aktuellen Stellenwert der Kultur-, Kreativ- und Verlagswirtschaft in der politischen Landschaft, in der politischen Debatte? Zu gering. Zu gering. Vor dem Hintergrund der 150 Milliarden, vor dem Hintergrund der 1 Million Arbeitsplätze, vor dem Hintergrund dessen, was da produziert wird an Inhalten, die wir täglich nutzen, akzeptiert, aber viel zu gering. Und um da auf Augenhöhe zu kommen, müssen wir massiv Druck machen, denn nur auf Augenhöhe können wir entsprechend mit der technologischen Seite verhandeln und auch entsprechende Modelle entwickeln. Haben Sie bislang schlecht lobbyiert oder hat die Politik Sie ignoriert? Gemessen an dem Tempo, in dem das geht, nein. Gemessen an dem, was man hätte erreichen können, ja. Wir müssen dann nur mehr Druck machen und mehr Selbstbewusstsein haben. Wir sind nicht selbstverständlich, obwohl wir es eigentlich sind. Es ist ja so wie Wasser. Wir leben alle von Informationen, wir hören alle Musik, wir gehen ins Kino, wir nutzen diese neuen Dienste und dürfen uns nicht freiwillig zum Opfer dieser Coolness-Technologie-Debatte machen lassen. Und müssen aber auch professionell anerkennen, sagen wir es mal so, dass die andere Seite ja nicht weniger, sondern eher mehr lobbyiert hat. Aber gemessen daran finde ich uns schon nicht schlecht. Touri 2 TV. Medien und Marken live.